Nur jetzt so die Top mitgeholfen, ich würde das Kunststück erklären. Jetzt sind schon Zombie gesehen, die können viele Papier verreissen. Dann machen wir das Hölle, legen es auf den Tisch, nehmen es wieder auf, bloß ein wenig dran, dann können sie wieder ganz. Wie machen sie das? Sie nehmen es zwölf Ziegerpapier. Es zwölf. Und das geht so. Das könnt ihr nicht. In der Tür machen. Dann machen wir ein zweites, ein so Bäuerli. Und hält es dann so in den Finger. Also wir zahlen euch das nicht so. So. Die zum Anfang rot euch an, die jetzt einfach zuerst in die Hose so. Das ist einfach. Und im richtigen Moment nehmt ihr das raus und jetzt mit dem Verrissenen austauschen. Dann das erklären, Step für Step. Das war eben so. So, das genau. Zweimal verliessen. Nicht mehr, noch zweimal. Einmal. Und zweimal. Das machen die Leute anders als das Bäuerli. So, jetzt muss das Bäuerli im richtigen Moment das rausnehmen und dann mit dem Verrissenen austauschen. Wir machen das eigentlich, wir sagen, wir legen das Bäuerli noch her, oh, hoppe, ich hoppe in die Hosensack, sonst merkt niemand. Dann legen wir das raus. Aber nicht so, das sehen wir so. Und im richtigen Moment nehmt ihr das, und jetzt hier und wartet. Bis das mit dem hier austauscht. Wenn ihr lang genug wartet, nehmt es wieder und legt es dort rein. Und jetzt könnt ihr es auf, als wenn es auch nicht da ist, geht es noch da. Und für wenn ihr dort ankommt, dann nehmt es einfach, aber nicht so. So sehen die Leute, das ist jetzt ein Kaputtniger. Das müsst ihr jetzt wegtun. Das Böhmchen ist jetzt das, was eben kaputt ist. Ja, das habe ich rausgezogen, ich habe zwei lange gewartet. Gut, wenn euch das passiert, gebe ich euch eine Not. Dann nehmt ihr das einfach, haucht es eben dran und fällt das wieder auf. Und jetzt ist das auch wieder ganz. Jetzt könnt ihr rein theoretisch wieder anfangen, dann machen sie mit dem wieder das Böhmchen. Habt es so in den Fingern nicht so. Geschützt ist es zuerst in die Hosentasche. Nehmt das und verliess und den Rest gewusst. Apropos Ablenken. Kunststück erklären, wie da mehr ablenken. Das ist ja so. Ich lenke mich jetzt ab, ich sollte nie sagen, was wir machen. Aber ich lenke mich ja. Eine Karte, die ein Zuschauer zieht und umschreibt, wandert er vom Spiel in die Hosensack. Aber ich lenke mich ab, ich sollte. Ich versuche es. Kennt ihr das Kopf? Super! So, Pokerkarte. Wenn ich so abrutsche, sagt ihr einfach Stop. Gut? Einfach ein Stoppen. Stopp. Nein, genau die Karte. Jetzt passt gut auf. Ich muss das in der Frau erklären. Macht eure Umschrift auf uns wahr. Nicht am Rand. Frauen in Tendenz am Rand, weil sie meinen, sie machen Karten kaputt, sie ist der eh kaputt, wenn du am Rand bist. Nicht das Gras drüber, eure Unterschrift. Oder nicht? Könnt ihr das Telefon umrollen? Wenn es macht, Karte umdrehen, das ist ja nicht so. Wünsch dir dann ja klar, das ist mein Rand. Passt du, was du machst. Und da merkt ihr, was jetzt passiert, ist eine absolute Logik. Kennt ihr die Karte, die Damen so kennen? Ja. Wieder die müssen wir schauen. Herzdame. Ja, es ist ja eine junge Schrift. Ist das richtig?
Und was heisst das, wenn ich hier für die Ärzte bin? Q. Schöntal. Das ist ein Herz-Darm-Schöntal-Karte. Es passiert folgendes. Wenn ich euch sage, ich lege die Karte aufs Spiel. So. Stimmt. Ich nehme sie dann heimlich. Ich zeige euch, was sie meinen. Ich wünsche euch was. Ich nehme sie dann so heimlich, das seht ihr dann nicht eigentlich. Ja. Oh, geht mir wieder in die Hose so. Das ist auch einfach so. Ja. Gut, fangen wir an. Wie lange hier? Schöntal-Karte. Herz, ja, schön, ja, Schöntal. Herz, Darm, Schöntal-Karte. Ich bin da drin. Jetzt los. Nehmen Sie. Jetzt mit dem Tang so haben. Ja, nicht so. So sieht man sie. Aber so auch nicht. Ne? Dann legen Sie sie einfach hier hin. Sie ist dort, man sieht sie noch nicht. Im richtigen Moment nehme ich sie und bumm, die Hose sagt, das ist schon passiert. Gut, gut. Ist die Hose? That's magic. Ist das eure Karte? Nein, das ist meine Karte, aber das ist eure. Ja, merci. Es wird behauptet, wenn das zweimal fahren, muss schon ein. Okay, ich versuche. Die schöne Taufkarte kommt noch mit ins Spiel. Wird sie noch einschieben? So, einschieben. Sie wandert jetzt noch eine Skihose so. Wie da bleiben. Ja. Was für ein Blut. Jetzt sage ich das. Bumm, sie ist da. Die sieht sie noch nicht. Und von da. Jetzt. Ist das so wie heute? Wenn wir umschreiben. Ja! 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 Das dreimal kommen. Nein, das ist ja keine Frage. Ich versuche es. In dem, dass ich die Karte noch spielen müsste. Komplett. Jetzt wandert sie noch einmal in den Sack. Ich glaube nicht. Ich habe nicht, ich bin zu suchen. Bumm! Sie ist da! Ihr seht sie. Von da. Wenn ihr so gut seid, dann neben mir kommen. Ihr müsst ja schon selber raus. Wir haben recht. Ja. Wenn ich sage, los, nehmt die Karte und zeige es einmal mit, los. Nein, zeige einfach, was er hat. Aha, Moment, ja, da haben wir mehr Karten. Ja, haben wir mehr Karten. Jetzt ist doch der Erd, was haben wir mehr Karten. Ah, das Spiel ist gekommen, mein Name. Wir sehen.